Hi Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge vom LS22 hier auf meinem Kanal. Ja, wir zocken nach wie vor die Fichtalkarte. Ja, da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Ich war jetzt eine Weile ein bisschen inaktiv. Kann auch sein, dass es auch ein bisschen anhalte wird, weil ich ein paar private Sachen im Moment am Laufen habe. Deswegen bin ich aktuell nicht ganz so aktiv auf YouTube und auf Twitch. Ich hoffe, ihr seht mir jetzt nach. Kann sein, oder ich werde mal schauen, ob ich jetzt diese Woche noch zwei Folgen rausballer. Oder. Also im Prinzip, entweder es kommt Dienstag, Donnerstag eine Folge. Und am Wochenende vielleicht nochmal eine Überschussfolge. Oder es kommt nur Mittwoch eine Folge. Das teile ich so ein, wie es gerade dann passt. Nur, dass ihr da mal Bescheid wisst. Ja, wir zocken immer noch die Vita-Karte. Ich habe allerdings, ehrlich gesagt, ein bisschen weiter gemacht. Ich habe mich ein bisschen vorangeschummelt hier. Ja, wie soll ich sagen? Wie soll ich sagen? Lass mich hier durch. Es ist zwar relativ spät am Abend, aber wir müssen. Es macht keinen Sinn, wir müssen mal raus aufs Feld. Ihr seht, ich glaube, unser letzter Standpunkt war, dass wir hier angesetzt haben. Ich habe in der Zwischenzeit Folgendes getan. Ich habe mir ein bisschen was überlegt, aber dazu. Wenn wir auf dem Feld sind dann. Ich habe hier das Feld hier angesät und wieder geerntet. Ich habe hier links gegrubbert. Ich glaube, da haben wir vorher angesät gehabt, ne, meine ich. Da haben wir hier nämlich nochmal geerntet, auch schon nochmal. Also wir haben drei Felder geerntet gehabt. Hier habe ich die Zuckerrüben runter gemacht. Mal hierher geschmissen, so mehr oder weniger. Und habe hier auch nochmal Getreide angesetzt gehabt, nämlich Hafer. Und habe aber hier auch schon gedroschen. So, also, ihr seht, es ist ein bisschen was passiert. Wir gehen jetzt auf jeden Fall wieder aufs Feld und machen hier jetzt erstmal ein bisschen weiter. Jetzt schauen wir erstmal hier, wie geht es unseren Tierchen. Mehl ist aktuell alles leer. Das Zeug müssen wir noch runterfahren. Das habe ich jetzt erstmal nur ins Silo geschmissen. Ich habe mal 5000 Liter drin, dass man das auch mal am nächsten Tag den Nachschub hinbringe. Und hier haben wir ja noch genug eigentlich. So. Gut, 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 gut. Normalerweise sollten wir, also ja, ich habe mal probiert mit dem hier zu arbeiten, aber ich bin ganz ehrlich. Was soll ich dazu sagen? Außer, dass ich wahrscheinlich wieder auf normale Anhänger rumswitchen werde. Ich habe mir eigentlich dabei, habe mir eigentlich gedacht, dass wir ja quasi, dass wir unseren Frontlader sparen. Und quasi dadurch, dass wir eh einen Faschenhänger haben oder brauchen, habe ich gedacht, komm, ich verkaufe mir den Faschenhänger, wo wir hatten, und kaufe mir das Ding hier. Aber sind wir ehrlich, in der Zeit, wo man hier die Balle aufladet, bin ich halt im Frontlader doch ein bisschen schneller. Das Hauptproblem ist halt, in meinen Augen sind halt ein bisschen die Verlängerung. Die macht das Ganze halt ein bisschen uncool. Weil du halt relativ schlecht dazwischen rauskommst. Also muss ich ehrlich sagen, ich fände das Ding besser. Wenn, sieht man es nämlich, da kommst du kaum raus dann. Da hänge ich relativ schnell. Ich fände es relativ cool, wenn es diesen Aufbau gäbe, aber den normalen Greifer. Weil der normale Greifer kannst du, da kann ich einen quer dann die Balle nehmen quasi. Also nicht so, sondern so aufmachen, zack, runter und dann greife. Würde mit dem normalen Greifer theoretisch gehen. Würde ich ein bisschen mehr feiern, aber egal jetzt. Jetzt mal schauen. Hoppala. Ne, ich denke mal, dass wir dann entweder den hier auf Vorstumbau wäre und uns ein anderer hole. Für die Balle oder keine Ahnung was. Ja, im Prinzip genauso meine ich, nur habe ich jetzt die Balle falsch schon genommen. Fuck. Shit, 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 da habe ich es nicht richtig gedacht. Egal. Egal, 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 egal. So, machen wir es halt einmal so, drehen hier einmal. So, gut.
So. Ja, gutes Ballerhandling hier in LS mit dem Ding hier ist eh so eine Sache für sich. Wenn wir mal ehrlich sind. So. Weil ich ehrlich sagen muss, ich finde das Handling hier eigentlich schon relativ gut gelöst. Aber wenn. Ja, das ist eine Sache wie jetzt halt hier im Greifer, dass man zu drin rauskommt. Ja, gut, ist halt. Ich meine, gut. Es ist ja im Prinzip ein Originalding gewesen, ne? Also. Das Ding war ja so auch mal im LS drin, also. Der Modder hat sie in dem Sinn nur rübergeholt. Deswegen kann der, wo den Mod gemacht hat, nichts dafür. Sowieso. Ich habe einen riesen Respekt vor den Moddern, die ihre Arbeit mit uns teilen. Auch an so Sachen wie jetzt hier die Map. Einfach krass. Wirklich richtig cool von denen. Weil im Endeffekt ist für die Hobby, genau wie für uns. Es ist Freizeit, wo sie da opfern, um uns die Mods zur Verfügung zu stellen. Und Fakt ist, es gibt halt viele Leute, wo das halt nicht richtig wertschätzen. Und das hat auch viele Modder schon dazu gebracht, dass sie aufgehört haben. Einfach dieses in Anführungsstrichen Nörgeln von vielen. Wegen kleinsten Fehlern, sage ich jetzt mal. Shit. Ich sag mal so, klar, wenn eine Karte nur Fehler hat, ne, dann. Naja, dann zocke ich die Karte auch nicht. Aber ich würde niemals ein schlechtes Wort darüber verlieren. Das ist einfach nicht meine Karte, okay, gut. Die Fehler kann man mal erwähnen, aber würde ich auch hier machen, ganz ehrlich, wenn ich hier einen Fehler sehe, werde ich ihn auch erwähnen. Aber mir ist es nicht so aufgefallen, aber selbst wenn, mache kleine Fehler eine Karte nicht unspielbar in meinen Augen. Also das beste Beispiel ist wirklich das Galgeberg. Genau, Galgeberg. So eine wirklich richtig episch geile Karte. Feiere ich ja auch des Todes, genau wie Fichtal. Hat aber einfach aus dem Grund zu tun, weil ich die zwei Karten einfach. Erstens richtig, richtig schön finde von den Details her. Ich finde die Felderliege richtig geil und idyllisch. Und was ich halt an den Karten auch feiere, ist halt. Ja, es ist halt leicht Berg, aber es ist nicht zu viel Berg. Ne? Deswegen feiere ich die zwei Karten einfach mega. Und aber die Galgenberg hat auf der Konsole, ich zocke ja auf Konsole, hat ja die Galgenberg das Problem, dass sie ja schwarze Straße teilweise hat. Ist natürlich ein Bug, wo man natürlich sagen kann, okay, naja, aber finde ich ganz ehrlich, ich kann damit umgehen, ich kann damit spielen, sieht ein bisschen scheiße aus, aber no, keine Karte ist perfekt, so. No. Und zumal der Modder halt oder der Map-Ersteller die Karte nicht wahrscheinlich auf Konsole testen kann, wäre auch relativ schwer. Deswegen mach ich mir da eigentlich gar keine Gedanken drüber. So. Ja, trotzdem, gerade auch Galgenberg, wo ja noch zusätzlich eine 1:1 Karte ist, wird überwiegend, ne? Ich meine, klar, auch die Fichter hier aus, so oder so. Also, das sind alles Karten, da steckt Zeit drin, da steckt Liebe drin. Ich finde, das merkt man auch. Das merkt man auch wirklich. Wie hier die, wie viel Liebe und Zeit hier drin steckt, ne? Mehrwertsteller. Wenn es euch interessiert, wie viel Zeit hier in der Karte steckt, dann schaut doch mal. Das ist ein bisschen Werbung für mich. Bei mir in der ersten Folge und in der Kommentarspalte, da habe ich ein bisschen ein Gespräch oder einen Chat geführt mit dem Map-Ersteller. Was ich sehr cool fand, auch sehr interessant fand. Also wenn euch interessiert, wie lange die Karte gebraucht hat, dann schaut einfach mal in die Kommentare. Ich weiß nicht, ob es irgendwo veröffentlicht hat, glaube nicht. Schaut einfach mal in die Kommentare, da seht ihr es vielleicht, da könnt ihr es rauslesen. Und sieht man das mal, wie viel Zeit und Liebe da drin steckt. So, jetzt schauen wir mal, ob wir die jetzt wieder oben reingehievt kriege. Bei dem Kran. Könnte jetzt ein bisschen tricky werden, aber ich glaube, wir schaffen es irgendwie. Beziehungsweise wir gehen erst schon mal so hoch. Ich will erst schon mal hier oben ein bisschen reinschauen. Strohbank. Heu haben wir auch, genau, Heu habe ich auch noch im Feld liegen, stimmt, das können wir auch noch pressen dann.
Ich würde sagen, ein Wagen. Nee, wir brauchen eigentlich oben. Nee, Stroh brauchen wir eigentlich keins mehr. Nein! So. Stroh brauchen wir eigentlich keins mehr jetzt. Ich will jetzt aber überlegen, was wir jetzt mit dem Stroh machen, ob wir das irgendwo verkaufen geben. Oder ob wir einfach mal oben einmal. Komm ich hier drunter durch? Machen wir es einfach mal so. So, sorry, bin wieder zurück. Dann würde ich sagen, machen wir das jetzt einfach mal so. Stellen wir den Anhänger einfach mal kurz hier irgendwie ein bisschen auf Seite. So. Gut, abstehen. Ist schon. Gut. Dann hole mir jetzt nämlich noch ein bisschen Stroh los rein. Weil. Ja, wir machen noch den Kuhstall voll. Also machen wir schnell mit dem Ladewagen. Kann man ein, zwei Ladewagen herholen. Das normalerweise muss es reichen. Wenn wir den schon mal haben, ne, dann machen wir das jetzt einfach schnell. So. Gut. Gut. Ja, ich muss sagen, ich bin nach wie vor eigentlich mega hyped für das Projekt. Wie gesagt, nur leider habe ich im Moment relativ wenig Zeit. Aus privaten Gründen. Auch vor allem karrierlich auch teilweise. Weil ich da jetzt im Moment relativ viele Weiterbildungen mache. Das soll auch relativ viel Zeit frisst, ne? Und ja, deswegen ist es im Moment ein bisschen kritisch mit Aufnahme, mit Streaming. War halt immer ein bisschen leichter, wo man zu zweit war, ne? Weil zu zweit hast du schon immer nochmal irgendwie was gedreht, gewendet, dass du halt irgendwie die Zeit hast, aber es ist halt immer mit ein bisschen mehr, also so dumm es klingt, ist immer ein bisschen mehr Aufwand verbunden, wenn man alleine aufnimmt. Weil, wenn du halt alleine aufnimmst, dann ja, du hast halt, du musst halt immer gucken, dass du auch wirklich noch genug, klingt doof, aber dass du noch genug Stimmen in Anführungsstrichen hast. Ja, weil wenn du schon den ganzen Tag irgendwie gelabert hast, dann brauchst du dich abends noch hinsetzen und nochmal 2 Stunden streamen wollen. Das klappt dann in der Regel nicht. Einfach weil da halt nach einer halben Stunde die Stimme halt komplett down ist. Und das merkt man oftmals auch. Wenn man halt dann eine Aufnahme in Anführungsstrichen macht, weil halt, dass man halt irgendwie Content liefert, ne? Mache ich zwar nicht so gerne, aber ab und zu habe ich es auch schon gemacht. Ich finde, das merkt man einfach so ein bisschen am Kommentieren. Weil, ich sage mal so, du hast nicht weniger Liebe drin, aber du hast halt, du redest halt nicht so viel, aber nicht, weil du keine Lust drauf hast, sondern weil du halt einfach, deine Stimme halt einfach abgefuckt ist. Nur halt einfach nicht mehr reden kannst für den Tag so. Das ist halt immer ein bisschen, deswegen war es zu zweit immer ein bisschen einfacher, weil zu zweit halt immer, dann redet die andere Person, dann redest du wieder, dann redet die andere Person wieder und es war halt ein bisschen entspannender, was das angeht. Zum Thema Zocken, wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne euch gerne melden, so rum war es. Könnt ihr euch gerne melden. Weil die Fichtal soll eigentlich so ein bisschen so, ja, so ein bisschen Community-Projekt auf Dauer werden. Oder kann sein, dass man das Community-Projekt auf eine andere Karte verschiebe, je nachdem, wie es halt mit DLCs sich aufbaut, ne? Weil ich hier auf jeden Fall 2-3 DLCs mit einbinden möchte. Wenn ihr die DLCs dann habt, also jetzt aktuell ist ja noch keins mit drin, deswegen könnt ihr jetzt aktuell auch noch locker easy mitzocken. Im späteren Spielverlauf möchte ich eventuell noch zurückgreifen auf das Palms and Houses. Göweil. Wobei Göweil werden wir wahrscheinlich noch viel mit Mietechnik arbeiten. Ich meine Göweil, was ist da interessant? Im Prinzip ist bei der Göweil nur die stationäre Ballepresse interessant. Wo ich dann halt mal vielleicht hergehen werde und quasi Ballen auf Vorrat machen werde, also Mischration Ballen. Je nachdem, wie es dann weiter verläuft. Das heißt Göweil, dann das Vorstil-Ziel, also das
Gott, wie heißt das schon wieder? Platinum Edition. Werde ich wahrscheinlich noch zurückgreifen. Und eventuell, wenn wir das wahrscheinlich die Wegste haben werden, ist das Antonio Carrera oder wie es heißt. Aber natürlich nur, wenn wir auf Traubentechnik gehen. Ne? Und schauen, wie sich das Spiel weiterhin verläuft. Wie gesagt, wenn ich mache mal Community-Projekt auf eine andere Karte. Schauen wir mal, bis wann sich die ersten Leute melden zum Mitsongen. Ja. Könnt ihr gerne in den Chat schreiben, wenn ihr wollt. Könnt ihr gerne eine PN schicken. Weiß nicht, geht das auf Twitch? Weiß ich nicht. Oder auf YouTube. Oder ihr könnt bei YouTube einfach in die Kommentare ballern, wenn ihr mitzocken wollt. Ach, ja. Da sind wir jetzt auf unserem Feld. Wie gesagt, wegen Release auf YouTube. Also wegen Stream. Stream wird dann kommen, wenn halt Zeit ist. Also Stream werde ich mich definitiv nicht irgendwie festlegen. Zeitlich. Ey, das kann ich meistens nicht halten, weil da kommt da wieder was dazwischen und da wieder was dazwischen. Da will ich dann mehr organisieren für die aktuelle Zuschauerzahl, wo ich jetzt aktuell habe. Klingt doof, aber ist es nicht wirklich lohnenswert, was zu organisieren. Ging es gerade ein bisschen böse, aber ist auf jeden Fall nicht so gemeint. Ich meine, ich bin mega happy über das, was ich jetzt schon erreicht habe. Ich denke mal, bei den meisten wird es auch spontan sein. Schreibt es in die Kommentare oder in den Chat, wenn ich mich täusche. Ja, im Prinzip bei mir meistens. Kann ich auch nicht sagen, abends ist auch falsch gesagt, weil ich abends immer Spätschicht arbeiten muss. Von daher kann es immer sein, dass ich morgen streame. War neulich zum Beispiel der Fall. Deswegen Streaming lege ich mich überhaupt nicht fest. Weil ich halt auch beruflich relativ spontan eingeplant werde. Wo es immer sein kann, dass ich mal einen Tag Spätschicht, einen Tag Frühschicht auf gut Deutsch habe. Gut, ist nicht ganz so extrem, aber so als Beispiel. Ich kann jetzt nicht sagen, okay, ich habe diese Woche Spätschicht, nächste Woche Frühschicht. Kann ich da nicht sagen, weil kann sein, dass ich nächste Woche Arbeit auf Frühschicht habe. Oder Spätschicht habe. Wobei jetzt diese Woche schon durch Frühschicht. Ja. So viel mal dazu. Und wegen Release auf YouTube werde ich mich auch jetzt, wie gesagt, da lege ich mich jetzt einfach mal fest auf Mittwoch, auf Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Also, wenn ich zwei Folgen am in der Woche rausbringe, dann Dienstag und Donnerstag. Und wenn es nur ein, wenn ich nur eine schaffe, dann kommt dieser Mittwoch. Ich gucke immer, dass Release so 16 Uhr ist. Ich finde das irgendwie eine coole Uhrzeit. Viere haben viele gerade Feierabend so. Deswegen 16 Uhr. Wenn ich Überschussfolgen habe, werden die entweder am Wochenende kommen oder werden diese am vormittags kommen, also um 10 dann circa. Also irgendwie so ist bis jetzt mal mein Plan gedacht gewesen. Ob das so im Endeffekt dann wirklich kommt, ich hoffe es, dass ich es schaffe. Kann aber sein, dass ich genau morgen schon mein Ziel nicht halte, weil mir fällt gerade auf, das ist schon wieder Dienstag. Kann schon sein, dass es morgen zum Beispiel, also morgen, jetzt ist bei mir der 7. November. Also das könnte jetzt sogar schon die Folge für nächste Woche sein. Weil ich habe noch Folge 7, wo ich noch schneiden muss. Muss ich heute auch noch machen. Oder werde ich heute noch machen. Ich denke mal, dass nächste Woche, oder diese Woche, also wenn die Folge jetzt kommt, wird wahrscheinlich, nehme ich mal stark an, ich denke mal, dass ich eine Woche Versatz reinbauen werde jetzt. Das heißt, die Folge wird jetzt wahrscheinlich Dienstag kommen. Das heißt, Donnerstag wird auch eine Folge kommen. Aber wie gesagt, habe ich halt eine Woche Versatz jetzt drin. Genau. So, wir sind jetzt bei 19 Minuten. Okay. Gut, 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 gut. Dann schauen wir, dass wir den ganzen Stroh da noch irgendwie reingeballert bekommen. Heu haben wir ja auch noch den Presse. Das Presse mal für Mischration. Macht da eigentlich nur Presse einen Sinn. Wie sieht's hier aus? Ja.
denke mal, einer werden wir noch reinkriegen, auf jeden Fall. Nehmen wir mal stark an. Hoffe ich mal. Da müssen wir mal schauen, wo wir die verkaufen können, das Stroh. Uppala. Total schade. Brutal schade. Gut, dann werden wir zur Not, werden wir einfach den Rest an Presse. Ich denke, viel Baller werden auch noch mal rauskommen, nehmen wir stark an. So. Ich denke, viel Baller kommen hier nicht mehr raus. Ich muss echt sagen, ich freue mich irgendwie schon auf den Release von Cities Skylines. Ich weiß nicht, ich bin eigentlich nicht so der Cities Skylines Fans gewesen. Gut. Das ist draußen, ich weiß, aber noch nicht für Konsole. Nee, aber ich freue mich echt irgendwie drauf. Wird auch wahrscheinlich ein Projekt werden. Ja, ich auch eigentlich mega gern Aufbauspiele spiele. Ich bin aber echt am überlegen, ob ich Arno bringen soll, auch wenn Arno schon relativ ausgelutscht ist. Aber ich feiere Arno trotzdem des Todes. Also ich persönlich ziehe ja Arno definitiv Cities Skylines vor. Also hier kann sein, dass auch so ein kleines Projekt hier noch Ahnung geben wird. Aber wirklich dann so Randprojekt. Randprojekt dann. Also da wird dann gar nichts und überhaupt nichts irgendwie festkommen. So. Genau, so Bausimulator. Bausimulator kann auch noch sein, dass noch ein, zwei, dass auch noch ein bisschen was kommt. Aber auch nicht viel. Bausimulator wird wahrscheinlich, ja, ich denke, dass es mal bringen wird, aber auch nicht viel. Gut, dann bringen wir den jetzt noch zurück. Ich würde sagen, dann war es das mit der Folge, wenn wir im Kuhstall sind. Dann müssen wir mal gucken, dass wir heute mal mit der Presse losfahren, auf jeden Fall. Dass wir den ganzen Scheiß noch gepresst bekommen heute. Uppala. Ja, aber dann sollten wir schlafen gehen, würde ich mal sagen, wa? Ich bin schon wieder 10. Gut, alles klar. Dann verabschiede ich mich mal für die Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Lasst ein Follow da. Wenn ihr natürlich wollt. Oh, okay, reicht schon wieder nicht. Scheiße. Okay, und dann lasst ein Follow da, lasst ein Like da. Lasst gerne auch einen Kommentar da. Würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.